Servus, herzlich willkommen zum nächsten Squad-Builder hier auf dem Kanal und heute ja ein ganz spezieller Squad-Builder, denn heute geht es um Silberspieler. Ich habe ja angekündigt im letzten bzw. im vorvorletzten Review, dass ich jetzt Silberspieler reviewen will. Das Ganze ist abgeblasen, denn es hat einfach nicht funktioniert so mit Silberteams als Review, also mit Silberspielern in Silberteams als Reviews und in Goldteams gehen die meisten einfach nicht, weil sie ja Longshots zum Beispiel überhaupt nicht raushauen können, weil sie zu... ja, Schwachsinn, einfach um Goldkeeper zu überwinden. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal ein Silberteam, indem wir einige Spieler da einbauen. Es sind insgesamt 5, die ich reviewen wollte. Einen, den ich im Nachhinein unbedingt reviewen will, aber das nicht machen werde, weil er in diesem Team drin ist. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange drum rum, sondern fangen einfach mal an. Im Tor haben wir Christian Wettklo, als Innenverteidiger haben wir Kirchhoff, Kouyaté, als Rechtsverteidiger haben wir Odoi, das Ganze machen wir heute mal ein bisschen schneller. Und als Linksverteidiger haben wir Team of the Season Holebas. Ja, was kann man sagen? Wettklo, sehr, sehr guter Torwart, 76 Hechten, 68 Ballsicherheit, 72 Stellungsspiel, 80 Reflexe. Hechten kann er nicht, definitiv nicht, kostet 900 Coins nebenbei bemerkt. Hechten kann er absolut nicht. Richtig, richtig miserables Hechten. Er ist viel zu spät unten immer. Aber dafür sind seine Reflexe überragend. Er hat immer noch einen Arm da. Er hat immer noch einen Fuß da oder irgendwas. Er hat richtig viele Gegen-Eins-Situationen entschärft. Aber was das Hechten angeht, ist er nicht so gut. Trotzdem besser als Heinz Müller meiner Meinung nach. Und mit dem Perfect Link zu Bungert oder zu Kirchhoff, dem nächstjährigen Bayern-Spieler, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Korbert für 900 Coins. Und nur zu empfehlen mit 1,91 Körpergröße. Dann haben wir hier Jan Kirchhoff. Auch der kostet nicht besonders viel. Ich glaube 3000 Coins oder so. Ich will ihn bezahlen für 72. Tempo, 70 Passspiel, 74 Abwehr, 74 Kopfball hat er. Ja, er fühlt sich nicht so schnell an, er ist sehr, sehr steif. Er ist nicht besonders agil, aber dafür ist er passstark mit 70 Passspiel. Das findet man selbst auf einem Goal-Abwehrspieler nicht so häufig. Und das zeichnet ihn meiner Meinung nach aus. Er ist sehr gut im Aufbauspiel, er kann sehr gut verteidigen, Medium-High-Work-Rates, ist groß, kopfballstark, hat leider kein Tor gemacht, aber hat sehr oft geklärt und hat auch sehr oft den Ball aufs Tor, auf gegnerische Tor geköpft. Und er kann auch verteidigen, also ein sehr guter Spieler, den man da hinstellen kann. Übrigens könnt ihr hier jedes Perfect-Link-Paar hinstellen, was ihr wollt. Es funktioniert mit jedem. Dann rechter Innenverteidiger Chaiku Kouyaté, 83 Tempo, 64 Dribbling, 63 Passspiel, 74 Abwehr und 80 Kopfball. Das ist die absolute Pace-Hure eigentlich. Der Typ ist der beste Silber-Innenverteidiger, den es meiner Meinung nach gibt. Ich wollte mir erst die Team of the Season-Version kaufen, aber es war leider zu dem Zeitpunkt keiner auf dem Markt. Wie gesagt, 83 Tempo, 1,93 oder 1,91 groß zudem noch, kostet 42k. Ist ein bisschen teurer, aber ist einfach ein absolutes Monster. Das Team kostet übrigens um 200k. Ein absolutes Tier auf jeden Fall. Nur zu empfehlen, kauft euch den Typen. Kopfball stark, Verteidigung stark, wie sonst was. Gerätschen kann er, passen kann er, dribbeln kann er, sogar Longshots kann er mal raushauen. Und er übersprintet einfach jeden Gegner, den es so gibt. Und notfallsweise tackelt er ihn halt weg mit seiner Stärke. Also ein richtig übertrieben guter Verteidiger. Rechts haben wir dann Odoi, 81 Tempo, 65 Abwehr, 66 Dribbling, 65 Passspiel und 72 Kopfball. Wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, ist eigentlich nur eine Chemiekeule, hat sich aber als richtig guter Verteidiger rausgestellt. Also wenn ihr einen sucht aus der belgischen Liga, greift ruhig mal auf Odoi zurück. Der ist ziemlich gut und ziemlich unterwertet, ist relativ groß, leider High-Medium-Arbeitsrate, aber er schaltet sich sehr viel mit nach vorne, hat gutes Dribbling, vernünftigen Schuss und man kann mit ihm arbeiten. Linksverteidiger José Holebas, Team of the Season Most Consistent, 90 Tempo, 70 Schuss, 73 Passspiel, 74 Dribbling, 75 Abwehr, 79 Kopfball, hinterlassen einen überragenden Eindruck. Allerdings ist er nicht so stark, meiner Meinung nach. Er ist nicht die 71k wert, kauft euch lieber die Nonnenform. Sein Schießen ist nicht so unglaublich gut, sein Dribbling ist gut, sein Tempo fühlt sich nicht wie 90 an, auch weil er sehr schnell außer Atem ist, seine Abwehr ist okay, sein Kopfball ist gut. Aber ich würde trotzdem sagen, weil er auch viel nach vorne arbeitet und nicht so wirklich ein Verteidiger, ein Linksverteidiger ist, wenn ihr nicht gerade im 5-2-2-1 spielen wollt oder den als offensiven Spieler spielen wollt, als etwas offensiveren, dann kauft euch auf jeden Fall die Nonnenform, denn die ist meiner Meinung nach genauso gut. Wir kommen zum zentral defensiven Mittelfeld, da haben wir Maniatis und Kanu. Kanu eigentlich in ZOM. Trotzdem sehr guter Spieler, 11k hat er gekostet, Perfect Links, Strong Links zu Kouyaté und Odoi. Kanesin könnt ihr da auch hinstellen, wenn ihr Skillmoves haben wollt, aber er ist 1,93 groß, sehr kopfballstark, sehr schussstark, relativ schnell, gutes Dribbling, gutes Passspiel. Der kann einfach alles, obwohl er ZOM ist, hat er mir da sehr gut gefallen. High, Medium, Work Rates machen ihm gar nichts aus, denn er rennt einfach trotzdem mit nach hinten und boxt alles weg. Und ich sage wirklich boxen, weil er in einer Szene wirklich den Gegner weggeboxt hat und es gab keinen Freistoß dafür. Das war eine ziemlich lustige Aktion. Ein sehr, sehr guter zentral defensiver Mittelfeldspieler, den man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, wenn man ein belgisches Team hat oder sonst was. Links Maniatis, auch er sehr gut, 1,75 groß, eigentlich ein bisschen zu klein für ein ZDM, aber er hat rausgehauen. 77 Tempo, 74 Passspiel, 70 Dribbling, 73 Abwehr, 69 Kopfball und 65 Schuss. Hat sehr, sehr gute Allround-Werte.
Werte, ein sehr guter ZDR Medium High Work Rate, das heißt, er ist viel hinten, kann viel ackern da, haut alles weg, spielt die Bälle nach vorne, ist relativ schnell und hat mir auf der Position sehr gut gefallen, vor allem mit dem Perfect Link zu Hollebas. Ist der sehr leicht einzubauen und auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Im ZOM haben wir dann Giannis Fetfazilis oder Johannes Fetfazilis und Ronald Vargas. 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne vor allem. 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne, Alter. Skiller. 79 Tempo, 71 Passspiel, 70 Schuss, 81 Dribbling. Richtig nice Werte für so ein ZOM. Allerdings meiner Meinung nach, ja, sein Schuss ist nicht 70, sein Schuss ist ein bisschen schwächer. Leider Gottes, er hat einen guten Schuss, aber er fühlt sich, vor allem die Longshots sind nicht so stark bei ihm, zumindest bei mir nicht, aber da komme ich gleich nochmal zu. Trotzdem für 2800 Coins ein absolutes Biest, vor allem mit den Stronglings, die er hat, leicht einzubauen, obwohl er Venezuelana ist und ein sehr guter Spieler mit dem 5-Star-Weekender, überall passen mit dem 4-Star-Skill, kann sich überall durchtricksen. Er ist ein bisschen kleiner, nicht zu klein und kann auf jeden Fall sich gut mit Chops durchdribbeln und so weiter und so fort oder mit den Berber-Spins, das läuft auf jeden Fall, also ein sehr guter Spieler. Und Fetfazilis kostet auch nur um die 5000 Coins, 81 Tempo, 82 Tempo, 81 Dribbling, 5-Star-Skiller, 3 Sterne, schwacher Fuß, das ist einer der beiden 5-Star-Skiller hier in diesem Team. Er ist übrigens einer der Spieler, die ich ausprobieren wollte, genau wie Hollebas, Kuyate und Vargas. Und er ist ein richtig nicer Spieler. 5-Star-Skills merkt man auf jeden Fall. Der 3-Sterne-schwache Fuß auch noch in Ordnung. Der Schuss ist monströs. Er hat leider nur 2 Tore gemacht, aber einer davon war ein richtig nicer Volley, den ich leider nicht aufgenommen habe. Weil, meine Aufnahmekarte, meine HDPVR ist halt manchmal für den Arsch. Beziehungsweise fast immer. Deswegen empfehle ich auch die Elgato eigentlich weiter. Trotzdem sehr nicer Spieler. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Auf den Außen sehr agil, sehr lebendig. Und mit den 5-Star-Skills, was willst du mehr auf den Außen? Geht eigentlich gar nicht mehr. Und wir kommen zum ZOM, beziehungsweise zum MS. Da haben wir Wellington von Sao Paulo. Kostet 13.000 Coins, ist ein Upgrade. War eigentlich rechter Mittelfeldspieler, glaube ich. Ist mittlerweile ZM. Und ja, man kann ihn mit dem MS spielen. Ihr werdet euch fragen, wie kannst du nur? Das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht. Doch, es funktioniert. Für mich war er der beste Spieler in diesem Team. Er hat richtig, richtig Spaß gemacht. 81 Tempo, 73 Passspiel, 69 Schuss, 76 Dribbling, 71 Abwehr, 65 Kopfball. Besseres Dribbling als der Stürmer. Abwehr 71 ist natürlich sehr gut für Mittelstürmer, weil er sich die Bälle direkt zurückholen kann. Er hat, glaube ich, Medium Workrate, das heißt, er steht auch nicht zu viel hinten. Das ist ein sehr, sehr guter Mittelstürmer mit dem Tempo, mit dem unglaublich guten Schuss, mit den 4-Star-Skills, die er hier, wie ihr sehen könnt, auch noch aufweist. Hat 4 Tore gemacht, hat die zweitmeisten damit erzielt in diesem Team und ist auf jeden Fall ein richtig nicer Spieler, vor allem mit seinem Dribbling und seinem unglaublich guten und präzisen Passspiel, mit dem er einfach jeden einzelnen Spieler einbinden kann. Als Stürmer haben wir dann, wie sollte man es anders erwarten, natürlich brauchen wir einen Perfect Link, und dann haben wir Wallison, auch von Sao Paulo, 5 Tore in 11 Spielen, 79 KHR gekostet, 88 Tempo, 73 Dribbling, 68 Schuss, 62 Passen, 63 Kopfball. In diesem Team hat er mir nicht so gut gefallen wie in Gold-Teams, weil meiner Meinung nach gegen Goldspieler ist er besser als gegen Silberspieler. Das ist meiner Meinung nach der einzige, bei dem man das so sagen kann. Sein 88 Tempo hat sich gezeigt, sein Dribbling ist nicht so gut wie das von Wellington, das merkt man auch. Sein 5-Star-Skill-Moves sind natürlich bestialisch gut, das ist richtig nice, aber sein Schuss war meiner Meinung nach dieses Mal nicht so überragend. Er hat ein nices Tor gemacht außerhalb des... außerhalb des 16ers. Aber es war auf jeden Fall keine überragende Performance. Und so sieht das Team aus. Ich hoffe, euch gefällt. Es ist ein bisschen, Hybrid. Sehr viele verschiedene Nationen und Ligen. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Vor allem die Defensive war sehr, sehr stabil. Allerdings muss ich sagen, dass die Offensive unfassbar schlecht war. Nicht unfassbar schlecht, weil sie sehr gut gespielt hat. Sie ist sehr gut gelaufen, sehr gut gedribbelt. Alles wunderbar, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber die Typen sind abschlussschwach. Absolut abschlussschwach. Das ist richtig scheiße, schwer zu sagen. Versucht's mal. Die konnten ums Verrecken den Ball nicht ins Tor kriegen. Es hat einfach nicht funktioniert. Sie haben so viele Chancen. Aber ich hatte einmal 39-6 Schüsse. Es stand 0-0. Ich habe in der Verlängerung das 1-0 gemacht. Ah, es ist richtig nervig. Also die Schüsse von diesen Spielern, ich weiß nicht, ob es im Moment an mir liegt. Das kann durchaus sein irgendwie. Das klappt auch mit meinem Goldteam im Moment nicht. Aber sie sind einfach nicht abschlussstark irgendwie. Obwohl das bei Wallison, Fetfazidis, Wellington und Vargas, übrigens hat Wellington über 70 Abschluss und auch noch Longshot-Taker und richtig gute Longshots eigentlich. Aber es hat einfach nicht funktioniert mit diesem Team. Es war nicht überragend und ich muss sagen, ich habe schon deutlich bessere Silberteams gehabt, zumindest was das Finishing angeht. Aber es kann natürlich auch sein, dass es an mir lag. Und deswegen würde ich euch trotzdem empfehlen, dieses Team zu kaufen. Es kostet nicht allzu viel. Probiert auf jeden Fall einzelne Spieler aus, die ich ja auch reviewen wollte. Ich gebe jetzt, um nochmal ein kurzes Review zu starten hier, Chaiko Kuyate 10 von 10, Hollebas 7 von 10,
Wellington 9,5 von 10, Vargas 9 von 10, Fetfatsidis 9 von 10 und Wallace dann 8,8 von 10. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir werden jetzt im Hintergrund die Tore einspielen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Krispy Kreme, so sit back and watch me kill it. A dynasty we building, we taking over the world. Yeah, I know you feel it, man. This life I live is crazy and maybe a little chaotic, but I'm living out my dream, even though my dream's psychotic. 'Cause ain't nobody ever really do it like me. Come and take a walk in my shoes, you'll see. I never show no mercy. I torture the mic and murder the beat. I shut it down in your city. Windows down when you bump this. I'm circling around the map like Christopher Columbus, man. I'm crossing off my bucket list. Soon I'ma need another one, and when I'm done, I might just do them all again, just for fun. We pour it up. Then me and my team, we down them. We about to change the world. If you're looking for the best, I found them, baby. Let's go. Proof, but I-